Viktor Rookwood ist tot. Er griff an, als ich Ollivanders mit dem Zauberstab der Hüter verließ. Ich musste mich verteidigen. Bei Godrics Herz. Geht es Ihnen gut? Ich weiß, dass Sie sich gut verteidigen können, deshalb... Er hat so viele Leben zerstört und hätte nicht aufgehört. Sie haben recht. Er hätte nicht aufgehört. Sie haben das... Danke, dass Sie das sagen, Professor. Also gut. Die Hüter warten schon. Sie haben alle unsere Prüfungen absolviert. Und das unter Umständen, die nicht einmal ich vorhersehen konnte. Sie verstehen jetzt, warum all das nötig war. Der Portschlüssel, das Gewölbe, das Medaillon, das Buch, die Prüfungen. Wir mussten sicherstellen, dass jemand mit unserer Fähigkeit dieselbe Wahl treffen würde wie San, Neve, Charles und ich. Sie kennen jetzt meine Erinnerung und verstehen, was auf dem Spiel steht. Vergessen Sie niemals, dass nicht alle so sind, wie sie scheinen. Wie Sie wissen, gibt es kein Licht ohne Schatten und keinen Schatten ohne Licht. Nur weil Sie die Dunkelheit beseitigen können, sollten Sie das nicht noch immer tun. Selbst die umsichtigsten und fähigsten unter uns könnten den Ausgang nicht vorhersehen, den die Manipulation dessen, was uns nicht zusteht, zur Folge hätte. Was im Behältnis ruht, darf nie befreit werden. Widerstehen Sie der Versuchung, es zu zerstören oder zu kontrollieren. Die Magie, die Sie so sorgfältig geübt haben, muss jetzt einzig und allein das Geheimnis beschützen, das wir hüten. Sie werden wissen, wann der Zauberstab zu nutzen ist. Unser Erbe liegt nun in Ihrer Hand. Wir können nur hoffen, dass wir nicht zu spät sind und hinter dieser Tür nichts an... Ich hoffe doch, die Schutzzauber des Schlosses schützen auch gegen ein Eindringen von unten. Das hoffe ich auch. Aber selbst wenn Sie es jetzt nicht tun, versichere ich Ihnen, in Zukunft werden Sie es. Konnten Sie Professor Weasley noch erreichen? Ja. Hoffentlich kommen Sie und die anderen bald. Sie wissen, wo die Tür ist, durch die wir gekommen sind. Ich frage mich, ob Renrock hier ist. Geht mir. Wenn seine Anhänger hier sind, kann er nicht weit sein. Wir haben Schlimmeres überstanden, Professor. Ich sehe ihn. Ich hoffe, dass sie kommen.
Komm näher, Professor! Da lang! Zauber des Schlosses umgangen. Thank you.
Damit kommst du nicht davon. Haben wir es vor Renrock geschafft. Wirklich unglaublich, dass es das ist. Das Behältnis war seit Hunderten von Jahren unter dem Schloss. Denken Sie an all den Schmerz, der es schuf. Dafür sind Miriam, George, ihr Freund Lodgok und so viele andere gestorben. Miriam glaubte, die vergessene Magie könnte für Gutes genutzt werden. Aber sie kannte die Risiken nicht. Sie hat nicht gesehen, was die Hüter ihnen gezeigt haben. Oder Isidora. Sie sind jetzt der Hüter der Macht, die sich darin verbirgt. Welche Pläne haben sie jetzt damit? Ich werde das Behältnis so lassen, wie es ist.
Das freut mich zu hören. Ich habe nachgedacht. Was denn, Professor? Das ganze Jahr habe ich versucht, unsere Reise vor allen geheim zu halten, sogar vor Professor Weasley. Jetzt frage ich mich, ob ich Sie und auch die anderen früher hätte einweihen und Ihnen vertrauen sollen. Die Hüter wollten dieses Geheimnis für immer verwahren. Wie lange bewahren Sie es? Die Hüter hatten recht. Das Risiko dieser Magie ist zu hoch. Es liegt in meiner Verantwortung, sie zu beschützen. Ich verstehe. Aber Sie sind nicht allein. Ich helfe Ihnen, so gut ich kann. Die Arroganz der Zauberwelt. Kobolde haben diesen Ort gebaut. Er gehört uns. Genug, Renrock. Er hat dir nie gehört. Damit wollte ich schon lange spielen. Miriam starb. Hätte sie den Behälter nur herausgegeben, hätte all das nicht sein müssen. Törichte, nichtigtuerische Hexe. Ihr zwei seid euch ähnlich. Sie wusste auch nicht, wann man lieber aufgeht. Thank you.
Professor. Miriam. Oh. Miriam. Hätte sie geliebt, mein junger Freund. Die Welt der Zauberei könnte nicht in besseren Händen sein. Ja. Professor Elea Safik. Er war für viele von Ihnen ein geliebter Professor und für seine Kollegen ein langjähriger Weggefährte. Ein berühmter Abenteurer auf der Suche nach Wissen. Er hatte den Ruf, das Unbekannte zu ergründen und dabei sowohl Umsicht als auch Sicherheit zu ignorieren. Es soll uns allen eine Lehre sein, und zwar eine tragische. Seine Liebe zum Abenteuer wurde nur übertroffen von seiner Hingabe an Hogwarts. Und natürlich an seine Frau Miriam, die ebenfalls viel zu früh verstarb. Professor Fake verkörperte das Beste von uns allen. Ach, er konnte wirklich listig sein, war genial und wissbegierig zugleich und ein wahrlich treuer Freund. Aber vielleicht war es auch sein beeindruckender Mut, für den wir ewig in seiner Schuld stehen werden. Ohne Professor Fig? Nun, ich kann mit Gewissheit sagen, dass ohne ihn viele von uns heute nicht hier wären, von Hogwarts ganz zu schweigen. Die, die ihn gut kannten, werden mir zustimmen, dass wir ihn nach Hogwarts-Manier ehren müssen. Durch weises, tatkräftiges, gerechtes Entgegentreten all dem, was vor uns liegt. Auf, Professor Fick! Unglaublich, dass wir Fig verloren haben. Ich kannte ihn nicht so gut wie du, aber er war ein guter Mann. Gut, dass Weasley Fig so die Ehre erwiesen hat. Man wird sich gut an ihn erinnern. Ich wünschte, mein Onkel hätte das auch gehabt. Ich frage mich, ob Anne mich treffen will. Sebastian, ich kann mir nicht vorstellen, was du und Anne durchmacht. Vielleicht hörst du bald von ihr. Das hoffe ich. Ich lass es dich wissen. Sebastian, ich muss dir etwas sagen. Es hat mit Victor Rookwood zu tun. Angeblich hat er dich vor Ollivanders Laden angegriffen. Das war bestimmt ein heftiger Kampf. Die Gerüchte stimmen, und so war es. Aber das meinte ich nicht. Kurz vor dem Angriff murmelte Rookwood etwas Bekanntes. Die Worte, die Anne kurz vor dem Fluch hörte. Kinder sollten gesehen, nicht gehört werden. Halt! Was? Was sagst du da? Es war keiner von Renrocks Anhängern, der Anne verflucht hat. Es war Rookwood. Von Anfang an. Das kann nicht sein. Es waren die Anhänger. Schon immer. Als Anne verflucht wurde, hat sie nur Kobolde gesehen.
Nach Rookwoods Bündnis mit Ranrock wurde Isidoras Anwesen für beide interessant. Deshalb war Rookwood dort in der Nacht, in der Anne verflucht wurde. Er arbeitete mit Ranrock zusammen. Als er deine Schwester sah, er wollte nicht, dass jemand davon erfuhr. Er hat sie also verflucht und sie für immer verändert. So grausam. Rookwood hat bekommen, was er verdient. Danke, dass du mir das sagst. Es war kein Kobold. Ich schätze, ich muss mich bei dir entschuldigen. Die ganze Zeit dachte ich, Kobolde seien der Feind. Aber es war nie so einfach. Ominous hat mit Anne gesprochen. Ob sie mich wohl sehen will? Ich finde es heraus und melde mich, wenn ich mehr weiß.